Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Let's Go Evoli hier bei den Seeschauminseln. In den Seeschauminseln ist, glaube ich, korrekter. Und wir setzen gleich mal unseren Weg fort. Hallo Europe. Also, was haben wir hier? Einen Top-Trank. So, gucken wir mal, was auf der Seite ist. Hallo Fleckmon. Eine Sprühdose Superschutz. Da ist das Blöckchen, was wir vorhin verschoben haben. So. Es war mir im Weg. Ich dachte, wir müssen echt wieder Hyperbälle kaufen. Na, ansonsten zur Not haben wir noch ein paar Superbälle. Was haben wir hier? TM55 Eisstrahl. Wie schön. Doof nur, dass unser Lapras mittlerweile von sich aus gelernt hat, die Attacke einzusetzen. Wir machen das mal anders. Hallo Golbert. Wir gehen mal kurz wieder zurück zum Anfang. Hier ging es doch hoffentlich zurück. Ja. Und dann schmeißen wir uns gleich einfach den Stein hier hinterher. Wieso die Treppe nehmen, wenn man auch kompromisslos sich runterschmeißen kann? So. Und noch eine Dose Sprühschutz. Sprühschutz vor allen Dingen. Was haben wir hier? Nicht los, wie? Ist ja kalt. Wie fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Ist doch alles gut. Hm? Siehst du, so gefällt es mir schon viel besser. Vorsicht, starke Strömung. Was ist denn jetzt wieder? Oh, du hast was gefunden. Na, danke schön. Ein Mini-Pilz. Oh, vielen Dank. Ja, hast du eine Belohnung verdient. Bitteschön. Oh, Lulamus. Na, du wirst ja wohl hoffentlich stehen bleiben und hier nicht wie blöd durch die Gegend hüpfen, oder? Naja, ich bin schon. Was? Was war das denn? Hätte ich dir das, die Muschel gebissen? Das hat mich genauso erschrocken wie dich. Level up für Bisaflo und für Raichu. Lamus, das Symbiose-Pokémon. Es führt ein ruhiges Leben in der Nähe des Meeres. Verliert es das Muschel an seinem Schwanz, wird es wieder zu einem Flagmon. Da frage ich mich, was mit diesem Bauchmuster, was ist halt passiert? Verschwindet das dann auch? Ich meine, Fleckmon-Sprite in einer silbernen Edition, der lag ja so komisch auf dem Rücken. Da hat man kein Muster gesehen. Ob ich hier noch weiß? Nein. Da oben muss es sein. Super, du warst mir leider ein bisschen im Weg. Und noch eine Riesenperle. Meine Güte. Da können wir schwimmen, ne? Oh, ich wollte nur gucken, ob es hier noch irgendwas Tolles auf dem Wasser gibt. Sieht nicht so aus.
Weiter geht's. Ich finde das witzig, dass es hier die Musik von Vetanyawald ist, die hier spielt. Oh, super Lockparfüm. Ich wollte da nicht hoch, aber dankeschön. So, eine Kapsel. X-Tempo. Und ein Hypertrank. So, machen wir uns mal kurz Platz. So, und dann haben wir den Stand auch gleich drin. Noch ein klitzekleines bisschen. So. Na, Rosanna, du bist mir jetzt aber auch ein bisschen im Weg. So. Müssen uns eigentlich noch um den anderen Felsen kümmern. Ja, wie? Was gibt es? Ist immer noch kalt. Na, keine Sorge, das wird schon. Hallo, Arktos. Ich bezweifle, dass wir dich mit 19 Bällen fangen können, aber hey! Why not? Ich speichere hier mal lieber. Hi. So. Kannst du denn da gleich mal zeigen, was er kann? Hallo Arktos, ich hoffe Oh, mehrere Statuswerte von Arktos wurden erhöht. Wie viel Level ist das Teil? Level 50 wahrscheinlich, ne? Okay, wir haben 5 Minuten Zeit, um das Teil zu verbrennen. Los geht's! Ja, es kann sich ruhig noch mehr Statuswerte erhöhen. Das wird's für uns auch nicht retten. Na schön, es bewegt sich. Klasse. Voll daneben. Okay, ich werfe gerade und das Teil wirft schief. Auch gut. Jetzt bleib doch mal stehen, Mädel. Junge, was auch immer du bist. Alter. Das Teil zu treffen ist ja schon eine Kunst. Jetzt halt doch mal still. Aha, ich werf gerade und das Teil so. Nö, ich werf nach links. Oder nach rechts. Gott. Hallo? Ernsthaft? Dann nehmen wir ein B. Davon haben wir noch ein paar mehr. Halt still. Ich bin ja schon froh, wenn wir es überhaupt treffen. Mist, das war ein bisschen zu langsam. Hätte ich einen Tacken eher werfen müssen.
Ist der Pokéball gerade tatsächlich an den abgeprallt? Immerhin, ich hätte es getroffen. Arktos, halt still. Der Ball hat noch getroffen. Das macht mich schon glücklich. Mist, wieder ein bisschen zu spät. Ja, das war klar, dass es da sofort ausbrückst. Ich war auch schon mal besser am Fang. Ich frage mich, ob so ein Superball überhaupt drin bleiben kann. Aha, das ist doch schon besser. Keine Sorge, Arktos, wir haben im Notfall noch über 300 Pokébälle. Die werde ich auch brauchen. Ach, Arktos, ich stelle dich nicht so an. Arktos ist gut. Wir wissen ja alle, dass du deine Probleme hast. Ich habe meine auch. Ich bin ja schon froh, wenn ich dich einigermaßen treffe. Was wie gesagt gar nicht so einfach ist, weil ich mit dem Arm nicht auf den Fernseher zielen kann, weil ich sonst das Mikrofon treffe. Wow, das ist ein bisschen zu weit. Wow, ich bin überrascht, dass ich dich überhaupt getroffen habe. Gott, ich kann deinen Sound langsam nicht mehr hören. Okay, ich werf gerade dabei so rein. Naja, das ist viel zu spät. Okay, wenn man seinen Flügel trifft, zählt das nicht mehr. Auch gut. Jetzt habe ich irgendwas davon getroffen. Ach, la, ach, Mann. Halt doch mal still. Ich wette, im Superball kann es gar nicht drin bleiben. Mir ist wieder zu spät. Oh, wow, es ist drin geblieben. Na, endlich. Jetzt haben wir zwar fast keine Bälle mehr, aber hey, wir haben Arktos. Dass es für die Wurftechnik überhaupt Bonuspunkte gibt. Ich müsste eigentlich Abzüge kriegen, so beschissen, wie ich geworfen habe. Arktos, das Eis-Pokémon. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Boah, meine Güte, das war jetzt schlimmer, als es sein musste. Ich kann kaum glauben, was gerade geschehen ist. Du meinst, dass ich das Teil tatsächlich getroffen habe? Ich kann es auch nicht glauben. So, dann hätten wir wenigstens schon mal Arktos auf unserer Liste. Gleich mal speichern. Ich kann eigentlich auch noch Schutz einsetzen. So gut stinken wir. Guck mal, wie wir stinken. Ging es hier überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Na, hier sind wir. Müssen nach da oben. Also die Leiter da unten müssen wir nehmen. So, rein damit.
Na gut, dass wenigstens einer von uns schwimmen kann. Und 3 Hyperbälle. Na, jetzt haben wir wenigstens wieder welche. Was haben wir hier? Ein Eisstein. Ich habe mich gerade gefragt, so, hier wäre es eigentlich perfekt, einen Eisstein zu finden. Und was gibt es hier? Ein Superlock-Parfüm. So, damit wären wir schon auf der anderen Seite angekommen. Sehr gut. So, lassen wir Lapras mal weiterkämpfen. Gott, ich bin richtig happy, dass wir Arktis noch gekriegt haben. Gut, dass wir so einen Vorrat an Superbällen noch gehabt hatten. Ich glaube nicht, dass das Teil im Pokéball drin geblieben wäre. Obwohl wir hätten das Teil so sehr mit Pokébällen zu bombardieren können. Das hätte sich bestimmt freiwillig ergeben. Das hätten wir mit den Pokébällen ins Jenseits gekloppt. So, einmal Eisstrahl bitte. Ich frage mich, ob Zapdos und Lavados wesentlich schwerer zu fangen sind oder ob die von der Fangstufe ungefähr gleich sind. Naja, jedenfalls zu denen sollten wir dann besser vorbereitet gehen. Hi. Na, keine Paralyse. Sehr gut. Vor allem, ich finde es schön, dass Lapras jetzt auf dem Boden wirklich sitzt. Und nicht wie in Stadium oder in XD und Co. Einfach so rumfliegt. Wie der Teil jetzt allerdings Attacken ausweicht. Und das ist mir ein Rätsel. Ohne Herzschuppe. So, wenn wir schon mal auf dem Meer sind. So. Na, wie geht's denn dir, Lapras? Lapras genießt die Meeresbrise. Oh, ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt. Einfach so übers Meer zu schwimmen. So. Hey, wir haben uns auf der Seeschalminsel gar kein Muschus gefangen. Gibt's sie da überhaupt noch? Wahrscheinlich im Wasser. Ich hätte vielleicht keinen Schutz einsetzen sollen. Top, Pech gehabt. Gucken wir mal am Pokédex nach. Pokédex. Dankeschön. Muschas, wo haben wir es denn? Da ist es. Habitate. Ja, sehe schon im Sinn. Und gut zu wissen, dann werden wir da wohl irgendwann mal wieder hingehen müssen. Wenn wir eine Welle haben. Hi. So, dann soll ich Lapras gleich mal um die Flugpokémon hier kümmern.
das war Nummer 1. Da kommt Nummer 2. Au, das tut weh. Und Nummer 3. Ich glaube, Lapras gibt es ja in der Gegend auch noch als Super Rare Pokémon. Also als eins der Pokémon, die so selten sind, dass sie im Pokédex nicht angezeigt werden, wie das bei Bidaran war. Ach, Lapras. Jetzt aber. So. Medizinische. Für Lapras. Das fände ich Bombe. Dankeschön. Hi. Weil ich finde, man hätte die Dialogboxen für zum Beispiel für Surfer in Anführungszeichen Strichen ein bisschen kürzer machen. Hätte ich jetzt cooler gefunden, wenn das wirklich nur eine Textbox wäre. Also wegen das Wasser, willst du surfen? Ja, nein, vielleicht. So. Lapras hat ja schon wieder ein Level Up. Ich hätte gedacht, dass es hier gar nicht so gut levelt. Oh, hoffentlich wird es jetzt nicht vergiftet. Natürlich wird es vergiftet. Alter, Lapras muss ja echt was mitmachen. Naja, die zwei Pokémon schafft's noch. Und Level Up für Nidoqueen. Na, gucken, was da denn King da ja kriegt hin. So eine krasse Spezialverteidigung hat King da auch nicht. King da ist nur gut in der Verteidigung. Sollte es bei der Schere auch. So. Und Level Up für Cinder. Auch gut. Was schnappen? Du? Deine Pokémon? Ich hätte dir vielleicht besser zuhören sollen. So, Lapras, du machst mal kurz Pause. Ich habe nämlich keine Lust, dich noch zu heilen, so kurz am Ziel. Und dann ziehen wir mal Reitschuhe an. Ui! Ui! Sehr schwindlig, Lapras. Die Vergiftung lässt Lapras erzittern. Gott, da habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen, dass wir auf den Teil dann auch schwimmen. Das Teil so fast am Verrecken mit seinem paar KP. Und wieder so, ui, dreht uns im Kreis. Hallo Ritzer. Gut, dass wir Lapras da rausgeholt haben. Mal sehen, wie viel das macht. Weil so den krassen Angriff hat Alola Raichu jetzt auch nicht mehr. Reicht für Blitzer. So, hi. Vor allem, ich finde es einfach mal krass, dass wir da auf der Seeschirminsel drei ganze Riesenperlen gefunden haben.
meine, beschweren tue ich mich nicht darüber, aber sehr großzügig, auf das auf jeden Fall. So, wäre es möglich, dass wir diese Folge noch auf der Zinnoberinsel ankommen würden? Würde täte mich sehr freuen. Und Level Up für Raichu. Wer hätte es gedacht? Gott. Alola Raichus Verteidigung ist echt niedrig. Na gut, aber dafür hat es im Spitzangriff und in der Initiative zu. Ich finde es übrigens schön, wie ich immer Spitzangriff sage statt Spezialangriff. Ich bin total faul. Golking. Au. Und Adrosana. Gut, damit können wir es auch aufnehmen. Ein Duell der Psycho-Pokémon. Leider haben wir nichts Effektives gegen das andere Psycho-Pokémon. Gott, sieht Alola Raichu knuddelig aus. Puh, Gott sei Dank müssen wir nehmen. Ich find's witzig, dass es keinen Alola Pikachu gibt, aber aus welchen Gründen? Ist ein bisschen offensichtlich. Ich glaube nicht, dass Pikachu jemals eine alternative Form kriegt. Meine, es ist doch Pikachu. Ich sag noch einer. Gott. Ich hatte gehofft, dass wir gleich durch sind. Also, was? Das ist mein Raichu. Ich hoffe, du lässt es leben. Dankeschön, das war sehr nett von dir. Wenigstens haben wir jetzt Geowatt zum Pokédex-Eintrag. Zumindest gesehen. Und ein Pinsir. Oh, das tut weh. Das wird wehtun. Au. Okay, wie, zeig, was du kannst. Das hätte ich eigentlich besser wissen müssen. Ich habe mich ja eben gerade noch über die Verteidigung von Raichu beschwert. Packen wir mal Bisaflor wieder nach oben. Oh. Hallo Gardos? Leute, da schwimmt ein Gardos. Ihr solltet euch in Deckung bringen. Oh, hallo. Piero, der Arena der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er hat hier schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Hallo Magma. Ich würde es cool finden, wenn man einen Pokémon hier so auf der Map so sieht, wie jetzt Chanera oder Magma, dass man dann auch gleich einen Pokédex-Eintrag für die kriegen würde. Ich meine, man sieht sie ja mehr oder weniger. So, aber wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Pause, bevor wir es noch geschafft haben, unter die 30 Minuten zu kommen. Gleich sind wir jedenfalls drüber. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich wie immer, tschüss.